Morgen. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Buenos Dias von Spanien. Oh, von Spanien auch noch. Hola. Wie geht's mit Ihnen? Mir geht's sehr gut. Und selbst? Ja, mir auch. Wir haben hier schönes Wetter in diesem Moment. Was ist das Wetter in Deutschland in diesem Moment? Wetter soll heute noch mal gut werden, ab morgen Regen und schlechtes Wetter. Von daher genießen wir heute noch mal den Tag in Deutschland. Ja. Wir haben Sie hier eingeladen, hier im Programm. Wir haben der Riesen, dass wir Sie eingeladen haben, ist das schöne Song Tunnelblick. Erzähl ein bisschen über diesen Song für den Zuhörer. Genau, Tunnelblick ist eigentlich, passt total gut in die Zeit. Nach der Pandemie und nach dem Krieg haben wir teilweise wirklich einen Tunnelblick bekommen. Und in meinem Song geht es tatsächlich um eine Liebesbeziehung, die im Tunnelblick stattfindet. Ich finde immer, man sollte einen klaren Gedanken für eine Beziehung haben, keine toxische Beziehung führen. Aber wenn man eine Person ganz doll mag, kann man sie auch mal ganz doll lieben. Ja. Stimmt, das ist Musik. Die Musik ist gemacht in Dubai. Genau, mein Musikvideo wurde in Dubai produziert. Eine ganz spontane Aktion. Ich habe noch das Musikvideo gebraucht für Tunnelblick und bin ganz spontan mit meiner Familie nach Dubai gereist für den Urlaub. Und ja, dann habe ich das Musikvideo direkt mal in Dubai mitgedreht. War ein bisschen schwierig, dort das Musikvideo zu drehen, aber wir haben es bestmöglich hinbekommen, weil die Regeln in Dubai sind nicht einfach. Man darf auf öffentlichen Plätzen nicht drehen und das war dann für uns schon eine Herausforderung, da dann auch wirklich ein tolles Video zu produzieren. Deshalb, ich bin immer für Überraschungen offen und das Video ist uns aber trotz allem gut gelungen. Ja, aber warum, ja, das ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber warum hat sie die Musik in Dubai und nicht in Deutschland? Genau, es war so, dass ich mit meinen Eltern gesagt in Urlaub war und wir hatten Zeitprobleme, das Release-Datum stand aus und wir hatten noch kein Musikvideo und ein Song ohne Musikvideo, die Leute wollen sehen, Leute wollen spüren und da hatte ich ein bisschen Zeitdruck und dann hatte ich keine Zeit, das Video in Deutschland zu produzieren und deshalb musste ich improvisieren und das Video in Dubai drehen. Ja. Mit Ihrer neuen Single, das ist ein Leben, wieder ein Tunnelblick Phasen gegen rechtzeitig darauf reagieren sollen, oder nicht? Genau, richtig. Also ich finde, es gibt natürlich auch Phasen im Leben, die nicht immer so gut sind. Da habe ich auch schon viele hinter mir, von daher weiß ich, von was ich spreche. Und wenn man eine Tunnelblickphase hat, die jetzt negativ ist, sollte man sich rasch auch ja Hilfe suchen. Ich denke, da kann man auch offen drüber sprechen, dass es einem nicht immer gut geht im Leben. Nicht alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Von daher ist der Tunnelblick in meinem Song aber positiv gemeint. Ja. In Ihrem Song singen Sie vor an einer Liebesbeziehung in einer heißen Sommernacht, oder nicht? Genau, richtig. Also mein Song ist im Tunnelblick 180 Speed durch die Nacht. Wir haben nur Augen für uns und die Liebesbeziehung ist das, was heutzutage, finde ich, viel, viel wichtiger ist. Man soll nicht so viel auf die Oberflächlichkeiten achten, weil die vergehen irgendwann. Der Charakter bleibt für immer und deshalb soll man sich das Perfect Match für sich selbst aussuchen. Ja. Miri Leonardo, spreche ich den Namen gut aus? Genau, super. Miri Leonardo, eine schöne. Hatte sie etwas mit Italien zu machen oder ist das eine Einfachname? Genau, es hört sich ein bisschen Leonardo, hört sich ein bisschen italienisch an, aber ich bin komplett deutsch tatsächlich. Viele denken immer, du hast bestimmt was Italienisches wegen des Nachnamens, aber das ist einfach auch mein Künstlername, stammt auch von meinem richtigen bürgerlichen Namen ab, von daher. Aber wir sind alle Deutsche in der Familie und es sind keine Italiener da, also nicht von denen ich wüsste. Ja. Ich lese, Miri
Leonardo orientiert sich nicht an Trends, sondern setzt diese selbst. Die Trends machen sie selbst. Stimmt das? Genau, also genau, richtig. Also ich bin keine Person, die Trends hinterherläuft. Also wenn jetzt alle Markensachen tragen oder wenn jetzt alle einen Trend musikalisch hinterherlaufen, sollen sie alle machen. Ich setze meinen eigenen Trend, weil ich bin ein Individuum, genauso wie viele andere auch dieser Welt. Von daher sollte jeder das machen, wozu er Lust hat, und dafür stehe ich auch. Ja. Wenn Sie Ihre roten Haare, Sie haben rote Haare, oder nicht? Genau, ich habe rotes Haar, feurig rotes Haar, und das ist mein Markenzeichen, würde ich mal sagen, also mein Merkmal, woran man mich auch wirklich erkennt. Aber mit Ihrem Rothaar würde ich gerne temperwolle Mainzerin de la Rosa auf der Bühne stehen, oder nicht? Genau, die La Rossa der Schlagerbühne ist jetzt geboren sozusagen, Mire Leonardo bin ich. Und ich versuche mal hier ein bisschen die Schlagerbranche aufzumischen. Wenn wir ja mal ein paar Jahre zurückgehen, der Schlager hat ja angefangen mit Roland Kaiser, mit Marianne Rosenberg und so weiter hier in Deutschland. Meine Eltern haben diese Musik auch sehr gefeiert und da bin ich auch in diese Schlagerbranche mit reingerutscht, aber der Schlager hat sich natürlich auch verändert und ich bin der moderne Popschlager und stehe natürlich da auch für die Modernisierung des Schlagers. Ja. Können wir diesen Jahr noch etwas mehr erwarten von Sie? Definitiv, also das Jahr wird auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt auch nächste Woche meinen großen Auftritt hier in Deutschland, da bin ich sehr gespannt drauf und meine neue Single steht auch schon in den Startlöchern, die sehr wahrscheinlich im Juni jetzt diesen Jahres veröffentlicht wird und dann könnt ihr euch auch ein paar neue Songs von mir auf jeden Fall freuen und natürlich die Auftritte jetzt die nächsten Jahre. Aber wenn sie was Neues hat, sie schicken mir das, oder? Definitiv, genau. Wenn der neue Song rauskommt will, schicke ich dir das sofort rüber und du kannst es den Zuhörern gerne abspielen. Und sie geben das mir. Okay. Genau. Was ist die Situation jetzt in Deutschland? Kann sie überall auftreten? Kann sie überall singen in jedem Lokal? Genau, mittlerweile ist es so, dass Festivals mittlerweile hier wieder funktionieren. Es war ja in den letzten 2 Jahren ein bisschen schwierig, hier aufzutreten. Aber natürlich freuen die Leute sich, die Fans, die Zuhörer, die Zuschauer, wieder gemeinsam zu feiern, sage ich mal. Und und das ist auch meine Intention, dass wir alle gemeinsam wieder in der Gemeinschaft feiern und einfach Spaß haben und die Freiheit genießen. Ja. Und was machen Sie diesen Wochenende? Gehen Sie heute oder morgen singen? Ich singe für mich jeden Tag zu Hause in meiner Wohnung, aber ich werde jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall meine neue Single aufnehmen, das neue Musikvideo produzieren, deshalb genieße ich jetzt noch mal ein bisschen die Ruhe das Wochenende mit meiner Familie und denke, dass die Ruhe mir gut tut, bevor der Riesenansturm für meine neuen Musikprojekte kommt. Ja. Okay, wir gehen das Spiel, das Tunnelblick. Ich bin immer noch der Titel, Tunnelblick, immer noch ein schöner Titel. Ja, wie ich auf den Titel gekommen bin, meinst du? Ja, wo kann man sie, wenn die Zuhörer mehr Informationen wünschen, wo kann man das bekommen über sie? Genau, also Tunnelblick ist auf allen Portalen wie Spotify, Amazon Music, iTunes verfügbar. Da kann man den Song streamen und hören. Natürlich das Musikvideo auf YouTube und mich kann man natürlich auf meiner Homepage erreichen, www.miri-leonardo.de und natürlich auf Social Media, Instagram, Facebook, TikTok. Ich bin überall vertreten und ich freue mich, wenn man mich natürlich auch privat kontaktiert. Auf der ersten Platz, möchte ich Sie vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns im Programm waren. Vielen Dank dafür.
Und ich wünsche Sie natürlich ein schönes Wochenende. Und meine letzte Frage ist, können Sie selbst den Song, die Ankündigung machen? Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Will. Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen dabei zu sein und den Zuhörern mich ein bisschen vorzustellen. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt kommt die neue Single von Mire Leonardo, Tunnelblick. Und noch einen schönen Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.